Ich weiß genau, du liebst mich nicht. Du magst mich nicht einmal. Und wenn du nicht grad meine Traumfrau bist. Was ist, was sein wird und was war? Der Song ist knapp 25 Jahre alt. Der ist aus der ersten Band noch. Wir haben den damals mit einem völlig anderen Text gesungen, aber der war so schwulstig und schlecht. Und der ist auch im Laufe der ersten zwei Jahre verloren gegangen. Ich kenne ihn gar nicht, den ersten Text. Nee, ich auch nicht mehr, Gott sei Dank. Und der, wie gesagt, der ist verloren gegangen und ich habe den dann einfach nochmal umgeschrieben. Und jetzt ist er eigentlich Inge-tauglicher, finde ich. Ja, aber bei Inge-tauglich relativ ist, wir haben den ja tatsächlich nur einmal in der Komplett- Bandbesetzung gespielt eigentlich, ja. Und bei dem Song hat sich herausgestellt, dass sich das tatsächlich am allerbesten anhört, wenn der als Duett kommt. Also es ist du, die Gitarre und ich als Sidekick irgendwie mit der zweiten Stimme dazu, und es reicht bei dem Song vollkommen aus. Also auch tatsächlich mit dem neuen Text und dieser Botschaft. Ja, eigentlich, mir ist es eigentlich vollkommen egal, ob du mich magst oder wie auch immer das zustande kommt. Ich mag mich und im Album musst du mich eigentlich auch mögen. So ja, das tue ich auf jeden Fall. Ja. Ich finde es aber auch den Song live ganz toll, weil der echt da ein bisschen Druck rausnimmt aus dem Ganzen. Also ja. Da kann man so ein bisschen Luft holen. Das finde ja, ich ganz schön. Tatsächlich. Echt eine schöne Love Me or Leave Me Nummer. Ja. Das stimmt. Wobei Leave Me tatsächlich keine Option ist bei dem Song. Also es ist tatsächlich was fürs Herz und es ist ja anders als manch anderer Song, der vielleicht ein bisschen zynisch rüberkommt. Ja, wobei der auch sehr zynisch ist eigentlich. Nee, ich finde ihn nicht zynisch. Nein. Ich schon, aber das ist ja egal. Siehst du? Gut, dass wir uns drüber unterhalten. Gut, dass wir drüber reden. Ja. So, wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer? Ja. Cut! Ich weiß genau, du liebst mich nicht.